Jetzt. Okay. Gut, so hier. Zack. Und jetzt kann's losgehen. Willkommen zurück zu Pokémon Saphir Edition Part 30, würde ich sagen. Müsste es sein. Und ja. Ich habe mir ein paar Schutz gekauft, weil ich das mich schon irgendwie erwähnt habe. Ist schon aktiv. Zack. Wahrscheinlich kommt man jetzt dort wieder, genau. Es ist ein bisschen nervig, dass man immer wieder die Steine und alles zurückschieben muss. Ich glaube, in Pokémon Sonne und Mond war das nicht so. Aber zur Verteidigung waren noch keine schwierigen Rätsel dabei. Gerade nicht ganz zurecht. Ich würde gerne dort oben rein. Ich habe Angst, wieder dort reinzufahren. Oh, Glück gehabt. Ah, was war das? Ach, das ist die. Okay. Ach, okay, dort geht's anscheinend nicht lang. Also ich kann das hier schon mal wegschieben. So. Schon mal weg. Das geht nicht. Ah, ist ja einfach. Oh, zum Glück. Aber das berechtigt dich nicht, hier rumzuschnüffeln. Jetzt kann ich dir die Sache vom Klima-Institut heimzahlen. Ich gebe dir eine Lektion in Sachen Schmerz. Pass gut auf. Ja. Cordula. Tidal Level 38. Also, okay, es ist besser, es Overlevel zu sein. Das gebe ich zu. Aber bis auf Gecko bin ich eigentlich komplett underlevelt. Und 10. Aber für die hier scheint es ja zu reichen. Das zieht nicht ganz so viel ab. Komm, yes. Sollte auch der Eisenschwein. Das war dein eigener Tod.
Und noch ein Rätsel. Kurz überlegen. Ich probier's mal so. Okay. Scheint geklappt zu haben. Also ich meine, ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, aber trotzdem. das müsste jetzt der Kampf gegen Adrian sein, da lasse ich einfach vorne. Bleib sofort stehen. Du warst es also die ganze Zeit. Schau nur, schau nur. Schau, wie schön die schlafende Gestalt des antiken Pokémon Kyogre ist. Ich habe schon so lange auf diesen Tag gewartet. Es überrascht mich, wie du es geschafft hast, mir zu folgen. Aber das ist nun alles Nebensache. Damit meine Träume wahr werden, musst du leider verschwinden. Spannende Musik. Im Kampf gegen Aquabus Adrian. Ich bin echt stark underlevelt. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Da habe ich den Supertrank getriggert. Das war jetzt eher von Nachteil eigentlich. X-Bad. Giftflug. Soweit ich weiß. Nein. Ach komm. Was habt ihr denn alle immer mit eurem Verwirren? Aber ganz ehrlich? Stolrak schlägt sich ganz gut im Kampf gegen die Verwirrung. Bis jetzt, bis jetzt. Mal schauen. Und das war der erste Fehlschlag. Ach komm. Es ist ja eine unnötige Zeit. Noch ein Versuch. Danke. Danke vielmal. Oh. Das war aus Versehen. So Hairo. So Hairo, so Hairo. Ich muss diese Taste umlegen. Genau, genau, mach ich weiter.
Gib. Ah, das gibt's ja auch noch, das gibt's ja auch noch. Will ich kurz Pelipper trainieren? Noch ein Supertrank, toll. Nein! Das war ein Fehler. Ach, diese Tastatur. So, komm, 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 komm. Ja. Guter Kampf. Ich habe wieder verloren. Ja. Ja, das hast du. Ich empfehle mich. Ich muss sagen, du bist wirklich sehr talentiert. Aber ich habe dieses hier in meinem Besitz. Mit dieser roten Kugel kann ich Kyogre... Die rote Kugel beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Nein! Was? Ich habe doch gar nichts gemacht, die rote Kugel. Warum? Wo ist Kyogre geblieben? Dies ist eine Nachricht unserer Mitglieder draußen. Ja, was ist denn jetzt los? Es regnet? So heftig? Gut, genau darauf habe ich gewartet. Deshalb haben wir Kyogre erweckt. Um Team Aquas Visionen von der Erweiterung der Meere zu realisieren. Was? Es regnet stärker, als wir es vorausgesagt haben? Wir sind in Gefahr? Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Bleib, wo du bist und behalte die Situation im Auge. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Die rote Kugel sollte Kyogre aufwecken und unter Kontrolle halten. Aber warum? Warum ist Kyogre verschwunden? Warum? Was hast du nur darauf beschworen? Adrian, du hast Kyogre aufgeweckt, stimmt's? Was ist nur aus der Welt, wenn es bis in alle Ewigkeit regnen wird? Das Land wird untergehen und im Meer verschwinden. Was sagst du da? Die rote Kugel sollte mir die Kontrolle über Kyogre verschaffen. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir haben keine Zeit für solche Diskussionen. Geh nach draußen und sieh es dir einfach selbst an. Sieh, ob das, was du heraufbeschworen hast, das ist, was du wolltest. Pikax, komm, du musst ebenfalls von hier verschwinden. Was ist passiert? Was für ein furchterregendes Szenario. Habe ich einen schrecklichen Fehler begangen? Ich wollte doch nur... Begreifst du es nun, Adrian? Begreifst du nun die schrecklichen Folgen deines katastrophalen Traums? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Situation völlig außer Kontrolle gerät. Pikax, wir, Team Magma, verfolgen Team Aqua schon so lange, weil wir dies verhindern wollten. Du warst uns eine große Hilfe. Aber ich fürchte, das Schlimmste ist passiert. Für ein Kind wie dich ist die Sache viel zu weit gegangen. Überlass die Sache uns auf und lauf weg, solange es noch geht. Das ist ja unglaublich. Ein super antikes Pokémon. Seine Kraft ist unglaublich. Es hat das Gleichgewicht von Natur verändert. Pikas, was geht hier vor? Das ist schrecklich. Wenn das nicht aufhört, wird ganz schön... Nein, die ganze Welt wird untergehen. Diese riesige Regenwolke kommt aus Richtung Xenoville. Was um Himmels Willen geht dort vor? Es bleibt keine Zeit für Spekulationen. In Xenoville erfahren wir mehr. Pikax, ich weiß nicht, was du vorhast, aber tu nichts Unüberlegtes. Okay, ich gehe nach Xenoville. Dann werde ich wohl auch nach Xenoville. Ja, hier ist der Nubel schon mal nicht. Darauf habe ich gerade keine Lust.
Ist hier der Eingang zu Cernoville? Nee, 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 nee. Oder? Da hier? Yep, hier, hier, genau hier. Yep. Nein. Was? Was hier? Nicht falsch? Okay. muss ich hier rüber? Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich sehe echt immer was. Nein. Hier unten vielleicht. Was hier? Was hier? Was hier? Yep, hier war's. Hier, genau hier war's. Und das war's schon mit der Folge Pokémon Saphir Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.